Das Feedback unserer Leser interessiert mich natürlich. Wir veranstalten Fantreffen und es gab sogar schon mal eine Troll-Convention. Da kamen ein paar Cosplayer in Verkleidung, das fand ich super. Ich höre mir schon an, was die Fans sagen, auch wenn ich mich nicht immer danach richte. Bisher hatte ich das Glück, dass ich bei meinen Comics immer oder beinahe immer das machen konnte, worauf ich Lust hatte und was mir selber Spaß macht. Am Anfang musste ich natürlich hier und da auch schon mal etwas mehr dem Druck des Herausgebers nachgeben. Mit dem Erfolg aber kam dann für mich die totale Freiheit. Die Leute denken oft, man sei Sklave seines eigenen Erfolges. Doch das Gegenteil stimmt. Sobald dein Herausgeber anfängt, mit dir Geld zu verdienen, kannst du machen, was du willst. Er lässt dir freie Hand. Genau dieses Glück hatte ich. Hätte ich nur auf das Publikum gehört, dann wäre es bei den Abenteuern von Hebus geblieben mit klassischen Spin-offs. Und die Sixi-Geschichten hätten auch ganz anders ausgesehen. So haben wir einfach nur Sachen erzählt, die irgendwo in Landfäust vorkommen sollten, haben sie aber für den Moment einfach herausgenommen und dann irgendwann an anderer Stelle wieder dazwischengefügt. Ich habe mir eigentlich nie groß Gedanken darüber gemacht, wie diese ganzen Geschichten zusammenzubringen sind. Und relativ spontan habe ich mich dann dafür entschieden, jede Geschichte in einer anderen Zeitebene spielen zu lassen. Das heißt, Troll von Treu ist 300 Jahre vor Landfäust von Treu angesiedelt und die Eroberung von Treu passiert 4000 Jahre vorher. Alle meine Parallelgeschichten spielen in unterschiedlichen Epochen. So komme ich auch gar nicht erst in die Versuchung eines Crossovers von Figuren. Landfäust dagegen soll immer die Gegenwart bleiben, würde ich sagen. Das heißt, ich habe keine Geschichte in die Zukunft nach Landfäust gelegt. Landfäust hat als Urserie Anspruch auf die Gegenwart und soll auch nicht ihrer Zukunft beraubt werden durch eine Geschichte, die zeitlich danach stattfindet. Durch die unterschiedlichen Zeitebenen vermeide ich auch, dass manche Dinge inkohärent wirken, weil ich mich vielleicht nicht immer an die gleichen Regeln halte. Man kann sich ja durchaus vorstellen, dass sich manche Dinge im Laufe der Jahrhunderte ändern. Und so kann ich meine Geschichten erzählen, ohne dabei allzu sehr in ein Korsett gezwängt zu sein. Landfäust war anfangs für einen kleinen Kreis von Leuten eine sehr positive Überraschung, weil niemand sonst witzige Heroic Fantasy machte. Dabei bin ich ja selbst noch nicht einmal ein Spezialist für Heroic Fantasy. Aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum ich etwas machen konnte, was sich von der restlichen Fantasy unterscheidet. Tolkien hatte ich nicht gelesen, Moorcock auch nicht. Ich hatte mit Kumpels während des Studiums ab und zu ein bisschen Dungeons & Dragons gespielt, aber einen direkten Bezug dazu hatte ich nicht. Mit dem Mix in meinen Fantasy-Comics aus griechischen und römischen Mythen, Volksmärchen und Erzählungen konnte ich letztlich auch Leute ansprechen, die selbst keine Heroic-Fantasy-Spezialisten sind. Entstanden ist daraus eine recht originelle Welt. Ich erinnere mich noch, wie mein erster Herausgeber Murat mir sagte, bitte nicht Humor und Heroic-Fantasy mixen. Funktioniert nicht. Den Spruch hat er nie mehr gebracht, nachdem er die Verkaufszahlen der ersten Bände auf dem Tisch hatte. Ich hatte da so meine eigenen Vorstellungen. Und dann kamen bald die Kritiker und es hieß, das wird ja total kommerziell ausgeschlachtet. Sobald etwas gut läuft, kommen ziemlich schnell die ersten Fans und meinen, das ist kommerziell, der macht viel zu viel. Okay, vielleicht habe ich tatsächlich ein bisschen zu viel gemacht, aber immer aus echter Freude an der Sache. Da gibt es nichts, was ich bereuen würde. Andererseits habe ich auch nie irgendwelche inhaltlichen Kompromisse gemacht bei einem Comic, wegen der angestrebten Leser- oder Verkaufszahlen. Und nur so am Rande, jeder, der das macht, fällt damit auf die Nase. Jeder, der auf einen Herausgeber hört, der ihm sagt, ich habe da eine super Idee, wir machen das so oder so. Es gibt kein Standardrezept. Wenn es ein Naturgesetz in dieser Branche gibt, dann lautet es, wer nach einem Rezept vorgeht, riskiert damit Kopf und Kragen. Man muss einfach das machen, wozu man Lust hat. Entweder es kommt an oder nicht. Nur so geht's. Bei den ganz großen Lizenzgeschäften steckt normalerweise eine solide Marketingstrategie dahinter, mit einem klaren Konzept und exakter Planung. Wir haben dagegen komplett wie die Amateure angefangen. Allein schon, weil ich immer Wert darauf gelegt habe, alles selber zu machen, alles selber zu schreiben. Wenn du so etwas richtig groß aufziehen willst, dann musst du delegieren. Dann brauchst du ganz viele Leute, ganze Teams von Autoren.
Genau das lehne ich ab. Ich schreibe lieber meine Geschichten selbst. Delegieren ist überhaupt nicht mein Ding. Wir haben sehr viele Gelegenheiten ungenutzt gelassen, weil wir vor allem immer auf Qualität gesetzt haben. Didier Tarquin, der Zeichner von Landfäust, hat in diesen Fragen natürlich immer als Erster das Sagen. Wir haben eine Menge von Angeboten für Videoadaptionen abgelehnt und vieles andere, weil wir immer die Garantie wollten, dass hinterher auch die Qualität stimmt. Die französischen Produzenten haben normalerweise kein Geld für Millionen-Euro-Projekte. Viele Angebote haben wir einfach abgelehnt, weil wir kein Billigprodukt wollten. Aus dem Grund haben wir auch Landfäust Quest selbst kreiert, damit es eine Animation im Manga-Stil wird und nichts, was billig wirkt. Wir hatten die Garantie, dass das Budget dafür stimmt. Aber aus dem Landfäust von Didier Tarquin einen Comicfilm zu machen, wie es uns mehrfach vorgeschlagen wurde, das wäre mit Didiers Art zu zeichnen in Frankreich wirtschaftlich nicht machbar gewesen. Wenn überhaupt, dann müssten wir so etwas mit Luc Besson machen. Das ist der Einzige, der die Mittel dafür hätte. Aber da du bei Besson weißt, dass du nicht selber das Sagen hast, haben wir solche Vorschläge bisher abgelehnt. Auf das ganz große Ding, wenn man so will, haben wir uns deshalb nie eingelassen, weil wir unser eigener Herr bleiben wollen. Eight.